Wir sind die weltweit größte Förderorganisation für Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Natürlich setzen wir beim Thema Nachhaltigkeit zunehmend auf virtuelle Mobilität, auf digitale Formate der interkulturellen Erfahrungsgewinnung und der internationalen Zusammenarbeit. Wir haben hierzu neue Programme aufgelegt und wir sind fest davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren diesen Schwerpunkt virtueller, digitaler, hybrider Mobilität ausbauen müssen. Das ist ein signifikanter Beitrag zur Nachhaltigkeit im internationalen Austausch in der Wissenschaft. Eine Hochschule ist in vielerlei Hinsicht Taktgeber für die Region, in der sie sich befindet. Das gilt auch für das Thema Nachhaltigkeit. Eine nachhaltige Hochschule sollte Nachhaltigkeitsthemen in der Forschung besetzen, etwa im Ressourcenmanagement. Eine nachhaltige Hochschule sollte in der Lehre Nachhaltigkeitskompetenzen an ihre Studierenden vermitteln. Eine nachhaltige Hochschule sollte im Transfer so aktiv sein, dass in der Gesellschaft um sie herum ein Bewusstsein geschaffen wird für die Herausforderungen der Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt ist eine Hochschule auch eine große Einrichtung, die nachhaltig wirtschaften und agieren muss. Internationale Zusammenarbeit setzt grundsätzlich auf Vertrauen, wie wir alle wissen. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit bedeutet dieses Vertrauen, dass wir alle gemeinsam in einer Solidargemeinschaft auf diesem Planeten auf Nachhaltigkeit auf der Erde hinwirken. Wir dürfen nicht auf die jeweils anderen auf diesem Planeten warten. Dieses Vertrauen in die Solidarität ist eine wesentliche Grundlage, wenn wir nachhaltig auf diesem einen Planeten leben wollen. Der DAAD kann einen signifikanten Beitrag dazu leisten, dass eine nachhaltige Entwicklung auf diesem Planeten gelingt, denn wir fördern die Kooperation von Individuen und von Institutionen weltweit. Und wir sind alle miteinander darauf angewiesen, dass Akteure in aller Welt zusammenarbeiten, in Projekten, im Austausch, damit wir auf diesem einen Planeten eine nachhaltige Entwicklung bekommen. Unser Förderhandeln ist insoweit ein wesentlicher Beitrag, und die Hochschulen leisten ihrerseits einen Beitrag im wissenschaftlichen Bereich.